Hallo Leute, und jetzt schnappen wir uns erstmal Olivenöl. Fännchen erhitzen und nö, natürlich Radieschen. Eine ordentliche Ladung Klanggewächs, dass man so ein Fännchen voll kriegt. Ich habe nicht mehr gezählt, wie viel es waren, es waren so drei Sträucherchen. Und dazu kommt eine ordentliche Ladung Apfel. Hier, der Koksorange diesmal. Klanggemixt. Es sind vier Äpfel gewesen. Aber ich habe nur zwei benutzt. Und dazu gibt's Brown Sugar und Salz. Ganz nach Geschmack. Immer reinlunsen und jetzt hier Weißwein esse ich gleich. Ich lasse es ein bisschen anbraten hier vorne. Da ist er schon. Der Weißweinessig. So, Freunde, wenn wir was haben, kommt eine ordentliche Schüssel Petersilie rein. So, ungefähr so eine Menge hier. Könnt auch mehr nehmen, aber das reicht. Vertraute Freunde, und runter vom Feuer. Hier Kartoffeln, geviertelt, aufgesteckt und dann werden sie gerieben hier. Kleine Scheibchen davon machen. So, hier gibt es gleich noch einen kleinen Detail-Shot hier. Zwischen den Streben durch, so sollen die aussehen. Ganz genau, eine ordentliche Ladung. Und nun den Anspitzer hier. Großen Stiftanspitzer nehmen und Karotten reinlunsen. Ganz genau. So, wenn man also 5-6 Karotten drin hat, dann hat man hier so einen Berg voll Karottenchips. Und jetzt hier Schüsselchen Kartoffeln rein hier, so. Waren ungefähr 5 Kartoffeln, große. Und die lassen wir jetzt hier brennen. Ja, schön in der Fritteuse. So, währenddessen legen wir ja schon mal ein paar Würstchen auf den Pott. Ganz genau. Und zwar die guten, ja. Die Rinder Krakauer. Und so sieht das aus, wenn man nach 4 Minuten die Kartoffeln rausgeholt hat. Dann lässt man sie abkühlen und dann gehen sie wieder rein ins Fett. Ich stopfe die hier nochmal ein bisschen runter. Und dann lassen wir die Dinger so lange drin, bis wir die Würstchen gewendet haben. Zum Beispiel so. Und dann sind sie auch schon braun. Ein bisschen her, hin und her schütteln. Sieht aber gut aus in der Kamera hier. Von allen Seiten geröstet. Da könnte man jetzt schon naschen. Die sind richtig knusprig und geil. Oh ja, aber es kommt noch ein bisschen Dill und Salz dazu. Ich lasse die hier nochmal abtropfen in so ein Nudelschälchen hier. Wunderbar, komm schon, alles raus damit. Und jetzt hier Dill- und Salzmischung. Freunde, das ist der Burner. Richtig ordentliche Ladung obendrauf. Das Ganze ein bisschen vermengen. Gleich natürlich, ne? Nicht jetzt sofort hier das ordentliche Ding da nehmen. Jetzt hier ein bisschen, genau, den Pfannentrick, ne? So, die Krakauer sind startklar. Noch nicht ganz, aber jetzt kommen die Karotten in die Fritteuse. Ich mache so ein bisschen hier startklar und jetzt lassen wir es langsam reingleiten. Das heiße Fett. Ja, ganz genau. 180 Grad müsste das Fett schon haben. Jetzt also ein bisschen abtropfen, ne? Kurz ein bisschen vorfrittieren, denn wir wollen sie crispy haben. Das Fett und die Kartoffeln die Karotten abgekühlt sind, können sie wieder rein. Und dann sehen sie so aus. Dann ist es eine Knackkunst. Die Würstchen können runter, Freunde. Ganz genau, die brauchen für unsere Dogs. Richtig, Freunde. So, runter damit. Ja. So, hier haben wir die beiden Buns. Rezept von den Buns natürlich. Hier wird's eingelinkt. Ganz genau, da unten rechts. Ich seg mal an die Nummer, Freunde. Ja. Und wenn jetzt einer sagt, boah, ist das ein riesen Bun. Ist ja viel zu groß für eine Wurst. Ja, wartet's mal ab. So, es gibt hier noch eine Chutney hier. Was denn hier? Radieschen und so, ne? Was wir da gebaut haben. Und Äpfeln. Ihr könnt euch an den Anfang erinnern, aus der Pfanne. Das lunsen wir jetzt hier auf einer Seite schön fett drauf.
Und hier der Honigsenf. Ne? Anleitung gibt's gleich noch. Und da ist ja auch schon. Der weise Schiri sagt, er nimmt Honig und Senf. Und dann hast du Honigsenf. Überraschung. Prost. Ja! Honigsenf schön reinlunzen hier. Ganz genau. Das sieht gut aus. So, wenn das hier schön runterwämmst. Wie verrückt. Dann Würstchen schnappen und ein Stück vorne rausgucken lassen und eins hinten. Also zwei Würstchen. Und jetzt Doppelfaust. Ja, oder die einfache doppelt gefaustet. Da reinlunzen. Und dann können wir unser hier unser schönes Kraut oben aufstecken. Ganz genau. Oh ja, und dann die Mayo überlunzen. Ja, das geht gut über das grüne Rucola rüber. Sehr gut. Und jetzt hier, können wir uns unsere Chips erinnern hier. So, die streuen wir jetzt hier schön drüber. Sieht das nicht fein aus, Freunde? Mmh, die bleiben gut hängen wie in der Mayo. Und jetzt die Karotten-Chips oben drüber lösen. So, da war noch ein paar fertig hier. Und nun, Freunde, das sind unsere zwei Dosen. Das sieht gut aus. Hier das Rezept, Freunde. Und jetzt kommt der handgemachte Dreher für euch. Ja, die sind so schwer, da muss die Hand wieder ran. An den Lümmel. So, ich säg mal auf, es ist richtig crispy. So, welche Dogs habt ihr noch nie gesehen, Freunde? Und die gibt's immer nur bei Johnny. Double Wurst, Super Bun, Himmel und Hölle Dog. So, Boys and Girls, ballert euch rein. Hier abonnieren und nie wieder in deinem Leben sowas verpassen. Oh ja. Boys and Girls, ballert euch rein. Bis bald. Ciao. Morgen geht's weiter. Tschüss.